Ja, herzlich willkommen zur nächsten Pilates-Stunde mit mir. Mein Name ist Wiebke. Wir arbeiten heute mit der Pilates-Rolle. Und was ist wichtig beim Pilates? Dein Powerhouse. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, bevor es losgeht. Und zwar spannst du dein Powerhouse immer an, das heißt Beckenboden hochziehen, Bauchnabel einziehen. Wenn du die Spannung verlierst, das ist nicht schlimm, ich erinnere dich zwischendurch dran. Und wir arbeiten ohne Schuhe, das ist noch wichtig. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. So, dann machen wir uns erstmal warm. Zieh wieder locker deine Knie hoch. Und fang an, deine Schultern nach hinten zu kreisen. Die Ellenbogen wieder mit, dass du die Schulter schön nach hinten kreist. Und nimm die Arme wieder in die Luft, mach dich lang. Zieh deine Knie wieder etwas höher. Stehen und reck dich und streck dich. Komm auf die Zehenspitzen. Genau, mach dich lang. Zieh die Knie wieder hoch, die Arme wieder tief und schwing die Arme locker. Zieh die Arme hoch in die Luft. Beide Arme gleichzeitig nach oben. Nimm die Arme raus, die Knie ziehst du immer noch hoch. Die Arme kannst du ruhig immer ausschütteln, locker. Vorne. Deine Arme mit, die Handflächen stellst du auf. Und dann Kick zur Seite. Hinten, die Arme immer noch nach vorne. Kick nochmal nach vorne. Und dann ziehst du die Knie wieder hoch. Beide Arme hoch und tief. Dreh den Oberkörper mit. Richtung Knie. Mal zur Seite. Und dreh jetzt mit den Oberkörper. Streck die Arme aus. Die Handflächen ziehst du wieder zu dir. Stell dir vor, du schiebst eine Wand weg. Die Arme gehen nach oben.
raus und schaukel von rechts nach links. Nimm die Arme in die Mitte, zieh jetzt die Ellenbogen hoch auf Schulterhöhe. Bleib mit dem Oberkörper gerade. Und jetzt die Arme hier zur Seite öffnen. Und zieh die Arme nochmal nach vorne, Hand weg. Und dann ziehst du die Knie hoch. Knie zeigen nach außen. Und die Arme in die Luft. Dreh dich wieder mit. Komm wieder zur Mitte. Die Arme raus, tipp die Füße auf und schwing die Arme locker. Pfeil und Bogen, aber spann den Bogen. Ellenbogen zur Seite ziehen. Den anderen Arm streckst du lang. Wieder einmal lösen, einmal locker lassen. Und sind wir schon warm geworden? Können wir auf dem T-Shirt weitermachen und dann schnappen wir uns die Rolle. So, du stellst dich hüftbreit hin. Hüftbreit bedeutet, zwischen deinen Knie passt ein Tennisball. Schieb dein Popo nach hinten, zeig's von der Seite. Oberkörper ist gerade, zieh mal die Arme hier lang. Dann halte hier oben. Halte hier dein Bauchnabel, jetzt einziehen, Beckenboden hochziehen und mach jetzt hier eine kleine Bewegung nach hinten. Spannung im ganzen Körper, bleib fest. Noch 4, 3, 2, 1. Dann einmal lösen, ausschütteln, locker die Schultern. Du kannst natürlich immer zwischendurch eine Pause machen, wenn du möchtest. Du bleibst hüftbreit und gehst jetzt hier wieder hoch und tief. Also schieb dein Popo nach hinten, als wenn du dich auf einen Stuhl setzen möchtest. Zeig wieder von der Seite. Immer wenn du runter gehst, geh die Arme hoch. Bleib wieder hier hinten, setz dich auf den Stuhl, die Arme wieder nach oben, ranziehen, Ellbogen auf Schulterhöhe, einatmen, ausatmen, die Arme hoch, in die Luft strecken, einatmen, ran und aus, hoch, ein, aus. Und bleib nochmal oben. Letzte Runde. Halte hier. 4, 3, 2, 1. Und einmal lösen. Dann wieder locker. Die Beine, die Arme. Dann achte einmal drauf, dass deine Hand richtig hier am Ende ist.
auf der Rolle, weil du stellst wieder hüftbreit hin, schiebst dein Puppe wieder nach hinten und dann nimmst du die Rolle jetzt hier wieder auf Brusthöhe, die Ellenbogen ziehst du hoch auf Schulterhöhe und versuch jetzt die Rolle zusammenzudrücken. Ja, die Schultern aber weg von den Ohren, also Schultern tief in die Hosentasche, Kopf gerade und drück jetzt die Rolle zusammen. Stell dir vor, du hast hier einen Luftballon und der soll platzen. Ja, also drück kräftig zusammen. Dein Powerhouse ist fest. Und drücke. Vier. Drei. Zwei. Eins. Einmal kurz lösen. Bleib hier sitzen und jetzt ziehst du die Arme hier hoch und tief. Seite, rechts und links, ran und zur Seite. Eine Runde noch. Letzte Runde. Stell dich wieder hüftbreit hin, schieb dein Puppe wieder tief. Mach dich jetzt hier rund. Zieh die Rolle ran. Ja, Schultern wieder weg von den Ohren. Einatmen und ausatmen. Nach oben. Ein, richtig schön rund. Und aus. Es ist nicht schlimm, das soll so sein. Alles gut. So, dann legst du die Rolle ab. Und deswegen hier auf die Matte. So, rechte Fuß auf die Rolle. Erstmal ganz locker vor und zurück rollen. Dass du so ein bisschen Gefühl dafür bekommst. Auf die Rolle rechts, links macht einen großen Schritt nach hinten. Ja. Wenn du wackelig bist, kannst du dich natürlich auch gerne irgendwo festhalten an der Wand oder schau einfach, was du so zu Hause hast. Und ansonsten probier es so. Brust raus, ganz wichtig, Powerhouse ist wieder fest. Beckenboden hochziehen, Bauchnabel einziehen. Schultern zurück. Ja, du bist gerade, Brust raus. Schieb dich ein Stück nach vorne und geh jetzt hier langsam hoch und tief. Ja, ist ganz schön wackelig, aber so soll das sein. Und dann probier mal die Arme mitzunehmen zur Seite. Bleiben. Nimmst du die Arme über Kopf, dein Powerhouse ist immer noch fest und fang an,
zu wackeln. Damit es natürlich noch wackeliger wird. Atme und halte die Spannung. Ist immer noch fest im Bauch. Und noch 4, 3, 2, 1. Einmal lösen, einmal ausschütteln. Sehr gut. Rechte Fuß. Mal vor und zurück auf der Rolle. Kurze Entspannung. Dann bleibst du hier links, wieder nach hinten. Schultern zurück, Beckenboden hoch, ziehen, Bauchnabel einziehen, also Powerhouse ist fest. Halte hier und du gehst nach hinten, nach unten. Die Arme kannst du wieder mit zur Seite nehmen. Beim nächsten Mal bleibst du hier unten. Dein Powerhouse ist fest und dreh dich zum Knie. Ja, also immer nach innen, also nur zum Knie. Und versuch die Spannung zu halten. Wenn die Muskulatur im Fuß oder im Bein zittern oder wackeln, das ist kein Problem, so soll das sein. So trainierst du die tiefen Muskulatur. Und 2 Stück schaffst du noch. Und dann einmal wieder lösen. Ausschütteln. Sehr gut. Wechsel. Andere Fuß ist dran. Linke Fuß erstmal locker auf die Rolle. Erstmal kurz vor und zurück schaukeln. Und dann rechter Fuß schiebt so nach hinten. Schultern wieder zurück, dein Powerhouse ist fest. Das vordere Bein beugen. Und du gehst hier erstmal wieder tief und hoch. Wenn du soweit bist, nimm die Arme mit. Und beim nächsten Mal bleibst du unten. Halt hier. Arme in die Luft. Schultern wieder tief, Brust raus. Dein Powerhouse ist immer noch fest und fang an zu wackeln. Wenn das zu wackelig ist, dann musst du das natürlich nicht machen. Dann nimmst du die Arme einfach nur in die Luft. Alles gut. Und noch 4, 3, 2. Eins. Und wieder lösen, ausschütteln. So, eine Runde noch, dann gehen wir auf die Matte. Fuß wieder zurück, Schultern wieder zurück, dein Powerhouse ist fest. Beckenboden hochziehen, Bauchnabel einziehen. Und dann gehst du erstmal wieder tief. Und dann bleibst du unten, halte hier und dreh dich zum Knie. Immer nach innen zum Knie. Und wenn es wackelig ist, das soll so sein.
wenn es zittert. Mach das noch zweimal. Und dann komm wieder hoch. Locker. Ausschütteln. So, dann gehen wir jetzt auf die Matte. Du nimmst die Rolle mit. Legst die Rolle einmal quer. So, mit den Füßen auf die Rolle. Richte mich einmal. So, ich mach's mal vor. Handgelenk steht ungefähr unter deiner Schulter und gehst hier hoch. Ja, zieh die Schultern weg von den Ohren, blick nach unten. Dein Powerhouse ist wieder fest. Und atme erstmal. Bleib hier erstmal. Erstmal gucken, wie das so ist. 4, 3, 2, 1. Einmal kurz lösen, schieb dein Po ruhig zurück. Und die Handgelenke einmal kreisen. Komm wieder zurück. Dein Handgelenk steht ungefähr wieder unter deiner Schulter. Kommst hier hoch. Und jetzt probier mal, hier so ein bisschen die Knie ranzuziehen. Ja, bleib im Bauch fest, also Powerhouse ist fest. Zwei Stück noch. Einmal wieder lösen. Einmal wieder kreisen die Handgelenke. Und dann kommt die Rolle etwas mehr zu dir. Handgelenk steht wieder unter deiner Schulter. Du kommst hier hoch. Also du siehst, dass hinten am Fuß etwas mehr Freiraum ist. Schultern zurück, weil du jetzt die Knie etwas mehr ranziehst. Wieder lang. Ran einatmen, ausatmen, lang. Mach noch 4 Stück, die schaffst du noch. Wieder einmal lösen, locker die Handgelenke kreisen. Die Rolle erstmal zur Seite, die brauchen wir gleich nochmal. Du kommst in den Vierfüßlerstand, dein Handgelenk steht wieder unter deiner Schulter. Auf die Zehenspitzen, Schultern zurück, dein Bauch ist fest. Dann drückst du dich hoch vom Boden, 2 cm, halte erstmal hier. Und einmal wieder lösen. Nochmal, du kommst wieder hoch. Schiebst jetzt dein Popo nach hinten. Dann wieder zur Mitte, nicht absetzen. Ja, also versuch zu halten. Wieder zurück und vor. Kannst du mit den Knien weiter hochgehen, dein Popo schön nach hinten schieben. Und einmal hinten bleiben und halte. 4, 3, 2, 1 und lösen. Mach dich einmal klein, schieb dein Popo nach hinten. Handgelenke kreisen. Atmen. Nimm die Rolle vor deinen Körper. Auch wieder quer. Aber diesmal die Ellenbogen auf die Rolle.
rechte Bein zurück, linke Bein zurück, Po tief. Schultern wieder weg, dein Powerhouse ist fest. Und halt jedes Mal. Atme. Einmal lösen und wenn du magst, kurz zurück. Wie gesagt, du kannst immer zwischendurch eine Pause machen. Kommst wieder zurück. Rechte Bein zurück, linke Bein zurück. Po tief, kein Haus bauen. Halte hier. Und zieh mal dein Knie ran. Rechts und links. Und wieder lösen, einmal locker. Schieb dich wieder zurück. Und letzte Runde, weil es so schön ist. Auf die Unterarme, rechte Bein zurück, linke Bein. Schultern weg von den Ohren, dein Bauch ist fest. Halte. Und jetzt öffnen und schließen. Wieder lösen, Po zurück, mach dich klein, wie ein Paket. Komm einmal hoch, schnappe die Rolle wieder und jetzt legen wir sie direkt auf die Matte. Und du legst dich mit dem ganzen Körper auf die Rolle. Das heißt, die ganze Wirbelsäule soll auf die Rolle. Ja, auch der Kopf, der muss komplett auf der Rolle liegen. So, die Füße hüftbreit. Kinn einziehen, ja, der Nacken, der soll lang sein. Und jetzt kommst du hier langsam erstmal hoch und langsam wieder tief. Jetzt nimmst du die Arme hinter den Kopf, ziehst die Arme jetzt lang an der Seite vorbei und schiebst sie hier hoch. Dann wieder zurück, lang an der Seite vorbei und hoch. Nächstes Mal bleibst du oben. Halte hier und zieh dich hoch. Mach eine kleine Bewegung. Und wenn du deinen Kopf abstützen möchtest, ist das auch völlig in Ordnung, wie du magst. Vier, drei, zwei, eins. Dann langsam wieder ablegen. Kurz entspannen. Ausruhen. Rechte Bein, linke Bein kommen hoch, aber ganz wichtig, die Hände bleiben am Boden. Die Beine 90 Grad. Und dann streck mal rechte Bein, linke Bein aus im Wechsel. Und Kinn einziehen. Der Nacken ist wieder lang. Das Bein ranziehst, einatmen, wenn du es lang streckst, ausatmen. Winkel beide Beine an. Probier jetzt beide Beine weg, wieder ran. Einatmen, ran, wegstrecken, aus.
Versuch mal, die Beine lang zu lassen. Und dann schneide die Luft. Und geh nur so tief mit den Beinen, sodass es für dich okay ist, sodass der Rücken immer noch auf der Rolle bleibt. Noch 4, 3, 2, 1, einmal ablegen, locker. Wenn du möchtest, kannst du ruhig mal dich langstrecken. Dann nimmst du das rechte Bein hoch. Powerhouse ist fest, also Beckenboden wieder hochziehen, Bauchnabel einziehen, diagonal, der linke Arm in die Luft, halte die Spannung und das rechte Bein kommt jetzt ran und weg, in einziehen. Wenn du dich sicher fühlst und du wirklich fest bist im Bauch, dann probier mal den anderen Arm mit hochzunehmen. Einatmen, ranziehen, ausatmen, lang strecken. Dann, wenn du das gut kannst, kannst du mal probieren, wenn dein Knie ranzieht, den Oberkörper hochzunehmen. Tief, hoch. Halte die Spannung im Bauch, wackelst du auch nicht so. Beiden Armen funktioniert, ist das nicht schlimm. Du kannst natürlich immer mit einem Arm die Übung machen. Und dann kommt das andere Bein ran. Das linke Bein kommt hoch in die Luft. Und der rechte Arm. Kinn wieder einziehen. Der linke Arm bleibt erstmal am Boden. Das linke Bein ist ran und weg. Ranziehen, einatmen, wegstrecken, ausatmen. Dann, wenn du sicher bist und fest im Bauch, probier mal den zweiten Arm mit hochzunehmen. Wenn das zu wackelig ist, kein Problem, dann lass deinen Arm am Boden. Und wenn du das auch gut kannst, dann probier den Oberkörper mit hochzunehmen. Kommen lassen und wenn du magst, dann mach dich nochmal lang, also die Arme und Beine wegstrecken, atmen.
bleiben am Boden, beide Beine in die Luft. Versuch mal hier dein Popo hochzuschieben. Kleine Bewegung. Wieder einmal lösen, locker. Als nächstes die Beine wieder in die Luft. Gehen beide Beine gleichzeitig tief, nur so weit, wie es für dich okay ist. Zur Seite öffnen und in der Mitte schließen. Kinn wieder einziehen. Der Nacken ist lang. Das bedeutet, beide Beine in die Luft, schieb dein Popo nach oben, dann die Beine senken, zur Seite öffnen, schließen. Po in die Luft, tief öffnen, schließen. Zwei Stück schaffst du noch. Und dann einmal wieder lösen, locker. Sich ruhig lang atmen. Und dann letzte Übung. Die Hände nochmal an den Boden. Nimm dein Gesäß, die Beine 90 Grad. Die Beine bleiben jetzt auch 90 Grad. Die Zehen sind lang und du gehst hier tief und wieder hoch. Kinn einziehen. Ja, die Bewegung findet hier statt. Und dein Powerhouse ist wieder fest. Ranziehen, einatmen, tief ausatmen. Zwei Stück noch. Dann wieder einmal lösen, locker. Atmen. Nimm beide Arme in die Luft. Wir entspannen uns jetzt etwas. Und die Arme lang. Schneide die Arme. Schneide die Luft. Und dann stell dir vor, du liegst im Schnee und malst einen Schneeengel. Das heißt, zweimal schneiden, zur Seite öffnen. Zweimal schneiden, zur Seite öffnen. Zur Mitte zurück, Arme in die Luft, rechte Schulter hoch, linke Schulter hoch. Ganz locker, also ohne Kraft. Dann mach mal beide Schultern gleichzeitig.
Stell dir vor, du klopfst deine Schultern an der Rolle aus. Und dann einmal lösen. Roll seitlich von der Rolle langsam runter. Leg dich auf die Matte. Fühl einmal nach, wie sich dein Rücken jetzt anfühlt. Und dann nimmst du das rechte Bein in die Luft und das linke, zieh die Zehen zu dir und halte einmal fest. Das rechte Bein einmal anwinkeln, das linke schiebst du in die Luft nach unten Richtung Boden. Und einmal wechseln an der Seite. Kannst deinen Fuß ruhig kreisen. Und dann zieh beide Knie ran und schaukel vor und zurück. Hol Schwung und komm über die Seite hoch. Da sind wir wieder. Mal die Schultern kreisen. Immer die Arme tief nach unten. Leg den Kopf auf die Seite, die rechte Seite, die linke Schulter drückst du nach unten. Und dann schaue nach unten zum Fuß. Roll den Kopf über die Seite, auf die andere Seite. Und die rechte Schulter drückst du nach unten in den Boden. Und dann schau nach unten zum Fuß. Mitte, wieder nach vorne, wieder lockern, ausschütteln, nochmal lang, auf die Zehenspitzen und dann wieder runter, lockern. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.